Podcast. This is Doc M. Another Minecraft Video. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft with Hoden, aber in Doc M. 77's New Minecraft World Tour. Ja, und wir sind in der letzten Folge angekommen, oder bei der letzten Folge angekommen, und heute dreht sich alles um Redland, das Redstone Museum von Doc M. Unschwer verkennbar durch diesen ganz minimal eingeblendeten Hauptblock und alles, was sich halt da so rundrum dreht, gell? Gut. Also, ja, ich habe mich hier hergestellt. Letztes habe ich ja gesagt, dass ich hier gleich starten will und deswegen beginnen wir auch hier. Dieses Gebäude und alles, was da drin ist, hat ausnahmsweise mal nicht Doc M gebaut in seiner Welt, sondern das war ein Projekt, das er gestartet hat. Damals hat er schon den Boden und so und den Keller quasi ein bisschen gestartet und ja, soweit schon fertig gehabt quasi. Nur dann war eben 1.3 heraus, glaube ich, oder? Ja, 1.3 kam und seine Welt ging im Arsch. Dann hat er beschlossen, dass man die Welt runterladen kann und dann hat er noch ein paar Leute von JL Server, glaube ich, eingeladen. Oder zumindest waren ein paar Leute da. JL unter anderem, JL 25 79, glaube ich. JL 2579, genau. Oder 2579. Und noch ein paar andere Leute. Und die haben ihm dann geholfen, dieses Gerät oder dieses Haus quasi zu bauen. Und wir begeben uns mal kurz hier rundherum. Up in the trees. Irgendwo im Nirgendwo. Genau, hier hinten sieht man, es ist da auf. Was für einen Baum gehen wir denn als nächstes? Hoffen wir mal kurz darüber. Darüber. Genau, so sieht es von hinten aus. Und ja, auf jeden Fall sehr imposant. Ich hoffe, wir kommen drüber. Sehr gut. Und ja, bevor ich euch das hier aber noch von innen zeige, schauen wir uns noch kurz das an, denn das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade ein. Und zwar ist das ein Eiswürfel, beziehungsweise generell nur Eisproduktionsteil. Wir haben Efficiency leider nur dabei und keine Silk Touch Spitzhacke, das ist schade. Denn ja, im Prinzip ist es einfach nur ein Eisproducer, das sehr effizient funktioniert und ich finde es richtig cool gemacht auch. Hier drin sind beides momentan ausgeschaltet. Dann schalten wir es doch mal kurz ein. Das schalten. Ups. War das schon immer so? Ach, ich war zu schnell wahrscheinlich. Komm schon. Drecks Efficiency. Jetzt haben wir's. Genau. Wenn man zuerst mal die untere Ebene abbaut, genau, dann passiert nichts. Ich liebe Efficiency. Also, manchmal. Nicht immer. Jung. Genau. Machen wir hier mal noch alles weg. Und bis auf den oberen Pisten da. Den, glaube ich, müssen wir, soweit ich weiß, als letztes beseitigen. Ganz das schöne Eis. Ich weiß gar nicht, wie viele Stacks man daraus bekommen würde. Ah, jetzt habt ihr schon gehört. Das ist ein, ja, ein Block Swapper. Oder ein Update, also ein Butt Switch quasi. Wenn der geupdatet wird, in dem Fall, wenn er quasi berührt wird, wenn ein Eisblock rauskommt, dann
quasi schaltet er das ganze System aus, und wenn man wieder abbaut, schaltet er sich quasi wieder ein. Und man sieht auch hier, wenn die Redstone Torch an ist, dann ist es ein. Und jetzt habt ihr schon gehört, es ist ein Eisblock. Oder beziehungsweise viele Pistons haben sich bewegt, und das heißt dann wiederum, dass hier ein Eisblock vorauskommt. Und so geht das quasi bis hierhin, dann wird das hier wieder geupdatet, dann geht es nach oben um eine Reihe, bis es oben ist, und wenn es hier ist, kommt die komplette Wand nach vorne und produziert eben hier diesen Eiswürfel. Und das Ganze funktioniert quasi eigentlich relativ gut designt. Das heißt relativ sehr gut designt. Es sind zwei so unendlich Wasserteile. Und hier ist gerade schon wieder ein Eiswürfel, aber normalerweise müsste das jetzt... Normalerweise müsste der jetzt hier. Möglicherweise ist das hier kaputt, ich weiß es nicht. Oh Gott, das wird uns weit wegbringen. So, auf jeden Fall, die Seite hier funktioniert noch. Wenn hier quasi Eis entsteht, bewirkt der Piston da unten quasi, dass es weggeschoben wird. Und zwar können wir hier mal in den Kontrollraum sozusagen schauen. Quasi hier kommt jeweils das Eis raus, und dann geht es einmal noch jeweils geradeaus. Und dann sind wieder so Pistons, und die sorgen dafür, dass es wieder zusammenkommt. Und wenn quasi jeweils ein Piston vorangeschoben wird, kommt quasi jeweils wieder ein Eisblock weiter raus. Und dann wird diese Line hier, das ist quasi die Hauptversorgung, sagen wir mal, für diese Reihe. Und wir können das jetzt mal kurz ausprobieren. Sagen wir mal, hier kommt ein Block hin. Dann updatet sich dieser Piston und sorgt dafür, dass dieser Piston ausschlägt. Und so kann man das dann eben unendlich fortsetzen eigentlich. Genau. Nur ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass hier was kaputt gegangen ist. Weil ich glaube, hier gehört Redstone drauf. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Ja, definitiv. Da ist was kaputt. Wie einiges in dieser Welt. Aber ist ja nicht so schlimm. Ihr habt das Prinzip hoffentlich verstanden und gesehen. Hier sieht man noch mal die Ice Tube. Und ja, jetzt aber ran an dieses Gebäude. Wir treten ein und sorgen für einen Light-Effekt. Und ja, eine schöne 3x3 Redstone Piston Door. Sehr simpel und geht sehr schnell. Also ist richtig gut eingebaut. Und man kann sie auch wieder zuschließen. Genau, noch schneller. Und ja, falls ihr euch jetzt vielleicht fragt, ja, überall diese Glowstone-Lampen, wo werden die denn gepowert, bitte? Nirgendwo ein Hebel. Ja, das sind sozusagen, oder sogenannte, ja, selbstleuchtende Glowstone-Lampen. nee, also das funktioniert deswegen, weil quasi die Lampen werden quasi mit einem Redstone-Repeater quasi gepowert, und dann schlägt ein Piston schlägt quasi den Repeater weg, und da checkt irgendwie das Spiel nicht, dass es quasi kein Signal mehr hat, und deswegen kann es quasi unendlich gepowert werden. Ist ziemlich cool und ist auch wirklich eine schöne Erfindung. Und ja, hier ist eigentlich alles Basic-Sachen, oder die meisten Basic-Sachen hier drin. Und wir werden uns jetzt einmal hier ein bisschen durchbewegen. Also hier fängt es natürlich an mit Redstone Torch, Redstone Repeater, Redstone Dust. Jetzt zwar andersrum gern gehabt. Und dann kommen natürlich schon ein bisschen so die Techniken. Dann, was man damit machen kann. Redstone Lampen. Notenblöcke. Dann, hier gibt es so quasi für so kleine Kinder. Ist mit Hühnern quasi powern die Beleuchtung hier, und dann kann man hier einmal rumfahren, ganz toll. Und ja, dann geht's hier rüber. Das sind die Dispenser. Das sorgt dafür, dass Wasser rauskommt. Dann hier sind schon Tripwire Hooks. Auch sehr cool. Dann hier die einfache Glowstone-Lampe, dann Türen, Falltüren und Zäune. Genau. Dann gehen wir hier hoch.
glaube, rechts geht weiter. Geht's weiter. Pistenblockdetektor. Der sorgt quasi dafür, dass ein ganz kurzer Puls rauskommt. Und somit die Lampe entweder an oder aus ist. Dann eben der Unterschied zwischen den beiden. Hier ist nochmal sowas ähnliches quasi. Pisten XOR Gate. Damit man quasi von beiden Seiten an- oder ausmachen kann. Weil ich mich gerade frage, wie das geht. Das interessiert mich gerade wirklich. Wieso schaltet sich dann da auf einmal das Signal ein? Ach, weil sich da gebaut wird, ja, ist ja klar. Ist ja klar, gut, habe ich schon verstanden. Und hier haben wir einen ganz normalen Piston Memory Cell. Super simpel. Genau. Dann Piston AND Gate. Noch funktioniert nichts. Noch funktioniert auch nichts, aber wenn ich beide einschalte, leuchtet's. Dann hier ist ein Tieflip-Flop, eigentlich von mir sehr oft genutzt. Weil es halt einfach super genial ist. So, dann gehen wir hier kurz auf die andere Seite rüber. Wunderbar. On OR Gate. Ah, entweder oder, beides egal. Hier sind nochmal die ganzen Basic Gates. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wunderbar, sehr schön. Wir müssten eigentlich ein bisschen cheaten können, so. Genau. Wunderbar. Redstone Basic Clock. Ah, okay. Sehr schön. Machen wir mal aus, damit ihr nicht so leckt hier. Was haben wir hier? Ein Redstone D Flip Flop. What the fuck? Also jetzt ist aus. Es passiert nichts. Ah. Okay, muss man nicht kapieren, oder? Ist mir ein bisschen, müsste ich mich damit ein bisschen mehr befassen. Das haben wir hier im Piston Toggle One Tick Clock. Ah, so sieht's aus. Aber funktioniert nur mit Instant Wire über Closed und wie es ausschaut. Es ist mittlerweile schon der Block transparent. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay. Glowstone und Abba. Abba ist eigentlich eine Band. Didi? Didi. Okay, ich kenne das ein bisschen anders. Aber ohne Glas daneben. Boat Tea Flip Flop. Sehr, sehr, sehr original. Damals schon in meinem Atomkraftwerk Verwendung gefunden. Smart Piston. Ah, die sind richtig cool. Jetzt haben wir nur leider keine Blöcke. Ah, doch haben wir. Ja, cool, wir haben Blöcke. Die sorgt quasi dafür, dass sobald hier ein Block drauf kommt, powert nämlich diese Resonant Torch, powert quasi durch diesen Stein, den man hier hinsetzt, oder Block, diesen Dust. Dieser Dust powert diesen Block und von diesem Block zieht sich dieser Piston dann ein Signal ab und somit sorgt er dafür, dass hier quasi permanentes rausgeht. Und das ist auch eben in dieser Ice Cube Fabrik quasi mit eingebaut. Sehr hilfreich. Habe ich auch schon ein paar Mal eingebaut. Da waren wir schon? Nee, da waren wir noch nicht. Genau, was haben wir hier? Hier haben wir ein Redstone Pulse Multiplayer. Was? Ja, tatsächlich. Ah. Durch die blinkende Torch, okay. Redstone ABC CBA. Jetzt wird es wirklich interessant. Ach, über drei Stellen. Okay. Okay. Sehr interessant. Redstone Toggle Gate. Ah, okay. Pulse Lengthener. Längsener. Wie auch immer man das ausspricht.
auch sehr einfach gemacht eigentlich, gehalten wie immer. Ein Shortener, damit es nur ganz kurz ist, genau. Ist natürlich auch wieder basic. Wow. Gleich über die Absperrung drüber, das sehen sie manchmal nicht gern. Basic Slap. Was? Slap Butt. Hä? Hey. Cool. Denn das konnte ich noch gar nicht. Funktioniert. Reicht's nicht auch, wenn ich den da weg tue? Wow, okay. Dann bunt's aus. Interessant. Kannte ich noch nicht. Okay, was haben wir hier? Glowstone Butt. Ah, es funktioniert also mit mehreren Blöcken. Torch Butt. Jetzt bräuchten wir eine Torch. Hat mal jemand eine Torch für mich? Eine Torch? Klauen wir uns eben kurz eine von hier. Okay. Das sorgt wahrscheinlich auch für einen kurzen Impuls. Das wird aber vermutlich auch als Bug gewertet, sagen wir mal so. Blind Aroin Panther Wall Butt. Gesundheit. Okay. Den Tripwire Hook ist eine gute Idee. Aha. Okay. Redstone Torch Butt. Was bräuchten wir hier? Ich weiß es nicht. Update Dispenser. Ah, vermutlich dann über ein Repeat, oder? Okay. Interessant, kannte ich aber glaube ich schon. Wird das hier vermutlich ähnlich sein? Aha. Waren wir drüben schon? Ne, drüben waren wir auch nicht. Hier haben wir ein fliegendes Boot. Boat Butt. Ah, auch wieder so. Ah, okay. Sand Butt, ja, das ist natürlich legendär. Legendär. Basic Tea Butt. Mhm. Aber da gefällt mir der andere besser, den der unten war. Wie ich gesagt habe, den habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Ein Butt Switch. Stimmt der schon? Stimmt doch gar nicht, oder? Stimmt das schon? Bitte einmal Redstone von irgendwo, ist mir egal. Muss ich ihn doch hier klauen. So, nochmal. Immer noch. Hm. Oh, keine Ahnung. Und hier haben wir einen Butt Tower Impuls. Ich schätze mal, alle Hebel müssen umgelegt werden. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Jetzt ist er ausgefahren. Lol. Er bleibt ausgefahren. Vermute mal, bis wir ihn wieder updaten. Ja. So kreiert man einen ausgefahrenen Pisten. Okay. Gut, dann schauen wir mal nochmal weiter rüber. Drüben waren wir, glaube ich, gerade, oder? Genau. Sind gerade von vorne drüber gekommen. Dann gehen wir hier hoch zur letzten Ebene.
Und hier hat man nochmal eine schöne Aussicht, wenn gerade nicht die Partikel bei mir im Gesicht rumfliegen würden. Hier haben wir, was haben wir hier? Gibt es hier irgendwo ein Schild? Ah, hier. Glowstone Generator. Was? Cobblestone, oh Gott! Ich sollte, glaube ich, schon langsam weniger saufen. Aber irgendwas stimmt doch hier auch nicht. Also sieht nicht so aus, als würde das Ding jetzt Cobblestone für mich generieren. Weiß es nicht. Ach, es glitscht wieder aus. Okay. Brauchen wir den überhaupt hier? Es fließt viel zu kurz aus. Jetzt war's zu lang. Ist nicht einfach, wenn man das Ganze mit dem Button machen will. Ach so, jetzt läuft's. Ach so, dann ist es aus. Okay. Oh oh. Außerdem ist es kein Cobblestone, sondern ein Cleanstone Generator. Aber ich glaube, gleich macht er nichts mehr. Okay. Gut, man bekommt zwar nur Cleanstone raus, aber wofür die Pistons hier oben gut sind, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ups. Oh, jetzt habe ich den unten noch geguckt. Ach, wurscht. Gut, ne, ab zum nächsten. Light Sensor MC Last Username von Pico. Ich kenne die Version nur von vom, sagt schon, vom ISO. Ich glaube auch, der hat die ersten oder den ersten erfunden. Mal, wo wir jetzt rauskommen. Genau. Und da ist das Ganze ein bisschen anders. Da ist in der Mitte ein Block frei. Und dann eben unten ein Piston, der quasi dafür sorgt, dass das Wasser hier nicht ist. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das hier so funktioniert, wie Sie sich das hier so vorstellen. Tja, möglich wäre es, ich weiß nicht. Was haben wir hier? Ah, ein Sand Generator. Sehr interessantes Teil. Genau, 1.3.1. Funktioniert in der 1.3.2 aber genauso gut. Sehr schönes Teil. Unendlich Sand. Und wisst ihr, was das lustig ist? Man kann damit auch noch ein paar andere Sachen machen. Wo haben wir es denn? Weg mit den Buttons, her mit dem Eck. Ups. Ich weiß zwar nicht, ob man jetzt so viel braucht oder ob da eins reicht. Ah, okay. Irgendwie funktionierte das mal, oder er hat es anders gebaut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein sehr nützliches Teil, das dafür sorgt, dass zumindest ein Sand unendlich kommt. Und ist auch überhaupt nicht laggy, wenn du mehrere Sachen davon baust. Gut, was haben wir hier? Piston Tape. What the fuck? Ach, das dreht den goldenen Block immer weiter. Immer um 3. Interessant. Cool. Gut, dann noch auf die andere Seite. Block Swapper.
Auch sehr basic, sehr, sehr lange gibt es das Teil schon. Aber einfach nur genial. Sehr genial. Bedbud, das ist auch eine sehr geile Erfindung, nenne ich es mal. Und zwar, quasi, wenn man ins Bett geht, wird auch dieser Pisten hier quasi, ja, geupdatet und ihr habt gehört. Drin. 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 Also sehr schön, das Teil. Sehr gut. Verwendbar. Dann hier natürlich die Basic Chapter. Genau. Dann was haben wir hier? Redstone Lamp Butt. Okay, kannte ich auch noch nicht. Und von wo wird die gepowert, bitte? Ach, von dahinter wahrscheinlich. Okay. Und ja. Das war's eigentlich soweit. Mehr gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. Das hier könnte man natürlich sich nur anschauen. Ups. Und noch machen und probieren. Ich weiß auch nicht mal mehr, ob das noch geht. Ist schon gut. Ah, das ist nicht so meins. Wir begeben uns eher nochmal nach oben. Ups, jetzt habe ich eventuell ein Problem. So müsste man raufkommen. Genau. So. Und ich würde sagen, wir schlafen jetzt erstmal noch. Dinning! Und zum Abschluss dieser Staffel oder dieses Second Let's Play, wie ich es ja jetzt mittlerweile schon nenne, ja, hat uns der Doc M ein paar TNT-Blöcke gegeben, wie nett von ihm. Und wir werden hier ein kleines Feuerwerk starten. Und ja, Danger, only use if you know how. Ja, wir wissen, wie es geht. So geht's. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand's mal nochmal schön, alles anzuschauen, was er so gebaut hat. Ich war eigentlich schon relativ bald dabei, also ziemlich früh. Ich glaube, die ersten 10 Folgen oder so habe ich nicht gesehen. Damals war es mir ein bisschen noch zu langweilig und dann habe ich so geschaut, von ihm mal riesen Teil hier alles gebaut und dann habe ich doch wieder öfters eingeschalten und seitdem bin ich eigentlich, also seit, keine Ahnung, Folge 20 bin ich auf jeden Fall dabei. Und ja. Leider ist diese Welt zu Ende. Aber er hat jetzt eine neue. Und zu seinem neuen, quasi zu seinem New Minecraft Together, Minecraft Doc M77's World Tour. Wird auch ein Link unten in der Videobeschreibung zu finden sein. Genau. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Er ist schon wieder übelst krass am fetten Sachen bauen und so. Lohnt sich auf jeden Fall mal. Genau. Und zum Abschluss jage ich jetzt das Ding hier in die Luft und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Hungrybscreme meldet sich aus der Doc M77's New Minecraft World Tour ab. Bis zum nächsten Mal. Servus.